Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, das war ein unglücklicher Angriff. Also das, was ihr im Vorspann da gesehen hattet, das war ein Angriff hier vom Alex. Im letzten CK der abgelaufenen Liga hier im Monat Oktober 2020. Und wir gehen auch noch mal kurz rein in die Liga. Ja, wir haben die Liga gehalten, aber wir hätten noch aufsteigen können, muss ich sagen. Denn wir sind noch mal durchgereicht worden auf den... Ja, auf den vierten Rang. Waldstock hat uns doch noch überholt mit 3 Sternen. Letztendlich hatten wir es selber in der Hand, weil wir natürlich hier auch jetzt 3-mal verloren haben, wovon eigentlich nur 1-mal verloren hätte drin sein müssen. Aber auch hier im letzten Clankrieg hatten wir es eigentlich in der Hand, das Ganze zu machen. Ihr seht oben beim Avatar blieb die Base hier leer und auch hier unten blieb erst die Base vom Nuke hier leer, allerdings hat sie dann die Nummer 1 gemacht, um hier die Sterne auch rauszuholen, auch für den Clan Handclasher. Und ja, aber sind wir ehrlich, mit 6x 1 Stern kannst du hier nichts reißen. Muss man leider mal so sagen. Echt ärgerlich. Ich meine, mit 6x 2 Sternen hätte das Ganze anders ausgesehen, wären 6 Sterne mehr nochmal auf unserer Seite gewesen. Und wir hätten hier locker die 30 gefahren. Okay, der Chefkoch hier unten hat auch einen 1er gefahren. Mit 64% Rathaus vergessen. Naja, was willst du machen? Aber der Angriff, den ihr am Anfang gesehen habt, der war hier auf die 10. Das war halt ja, tatsächlich ein 99er. Echt ärgerlich, muss ich sagen, dass genau diese eine Bombe, vielleicht waren es auch 2, man kann es sehr, sehr schlecht sehen, hier so einen Angriff eigentlich zunichte machen und zu einem Timefail werden lassen. Aber ihr seht, wie ich reingekommen bin. Ich bin ein bisschen näher für euch rein hier. Also mit Pekka Bobet. Auf Rathaus Level 11 nehme ich das jetzt öfter mal. Ist eine coole Kombi. Habe ich nie so auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe jetzt schon öfter damit gedreiert. Und ich habe mich immer sehr, sehr schwer damit getan. Wo die Bets, wann die Bets, wie die Bets. Und deswegen bin ich da eigentlich nie so firm drin gewesen, wenn es darum geht, ich nehme mal Pekka Bobet, weil ich nie so genau wusste, wann nimmst du denn jetzt die Bets? Nimmst du sie jetzt schon relativ früh oder nimmst du sie jetzt gleich erst relativ spät? Aber ihr seht, es ist ein 1er Rathaus, hat aber 3 Infernos und dritte Inferno allerdings noch auf Level 1 und hier hinten jetzt den Eisgolem so ein bisschen zum Tanken von dem Magerturm. Das funktioniert auch noch ganz gut hier. Also der Start läuft noch. Und auch die Bets hier geben einiges. Perfekter Freeze hier vom Eisgolem, würde ich mal so sagen. Und erstmal keine Gefahr. Klar, Luftabwehr wird jetzt ballern. Aber das ist alles im Moment Einzelbeschuss hier. Das ist also alles nicht so schlimm. Da geht immer nur eine Fledermaus drauf. Jetzt teilen die sich allerdings. Aber ich habe hier unten noch gerade so Glück, dass der Magierturm sich noch nicht so früh gedreht hatte, aber da war mein Fries jetzt ein wenig zu spät oder zu früh, könnt ihr nehmen, wie ihr wollt, aber ich schaffe die ganze Ecke hier unten noch. War selber ein bisschen überrascht und habe gedacht, Alter, Toto, da hast du dem 12er hier 3 Sterne reingedrückt. Aber jetzt kam dann halt das Drama und ich habe hier wirklich gesessen. Ich will nicht sagen, dass ich Tränen in den Augen hatte, aber ich war schon ganz schön traurig. Ich war schon ganz schön traurig, dass das nicht funktioniert hat und hier so ein Izo-Abschluss gab. Also trotzdem glaube ich, war das ein schöner Angriff, fand ich zumindest so verirrt von meiner Seite aus. Und hier oben, ja, da hilft natürlich der Ward. Ich hatte jetzt ein bisschen wenig Cleanup, klar. Aber hier unten kommt dann gleich die unglückliche Schlüsselszene. Ich gehe jetzt auch schon mal ein bisschen näher rein. Wir kennen ja jetzt die Mauer, es ist diese hier, glaube ich. Und das Lager hier ist ja schon, glaube ich, angehittet. Einmal vielleicht oder so, weiß ich nicht genau. Durch die Bouncer hier von den Bowlern vorher schon. Nur schaffen die jetzt natürlich hier noch das Lager. Und da habe ich eigentlich schon gedacht, oh, das wird was. 30 Sekunden noch. Oben geht der Cleanup auch noch gut voran hier. Auf beiden Seiten sogar. Aber jetzt. Bam. Okay, die hat es einem echt versaut. Ich will es nicht nochmal sehen. Ich will es nicht nochmal sehen, Leute. Lass uns mal kurz ein bisschen Update-Talk machen. Also es wird ja ein Update kommen. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass ein Update kommt, so wie es mal sagen. Vorher stellen wir mal kurz auf Deutsch, glaube ich. Habe ich mal wieder vergessen, das vor der Sendung zu machen. Macht aber nichts, denn auf Deutsch gibt es natürlich auch die News hier. Und freue ich mich drauf. Ich glaube, ihr freut euch auch auf das Update. Und auf die Balanceänderung gehe ich gar nicht mal so stark ein.
Denn natürlich wird immer so ein bisschen balanciert. Ich weiß nicht, ob Supercell auch im Hintergrund immer mal so ein bisschen so ein Bit hier und da rumdreht. Aber die Mauerbrecher, da habe ich schon drüber diskutiert bei mir im Discord, können jetzt den Sprungzauber verwenden. Das wird bestimmt funny, kann ich mir vorstellen, wenn man die irgendwo absetzt in der Base mit dem Sprungzauber. Keine Ahnung, wie das cool wird oder nicht cool wird. Und es gibt auch neue, oder Teil des Angriffsschadens wurde auf den Todesschaden verlagert, um sie berechenbarer zu machen. Ja, sie sind schon sehr, sehr unberechenbar. Das ist wohl wahr. Aber dann gibt es hier unten eine Tabelle, da will ich gar nicht so genau drauf eingehen. Der Inferno-Drache lädt beim Fliegen nicht mehr auf. Allerdings wurde die Aufladezeit für höhere Schadenstufen reduziert. Okay. Der Elektrodrachen. Kettenblitz wird nun mit den höchsten Trefferpunkten bevorzugt. Das ist gut, dass nicht so, dass das nicht in der, nicht erst die Bauhütte in der Nähe stirbt, sondern vielleicht das Gebäude davor. Und der Superbogenschütze verfehlt nicht mehr Ziele. Genau, der hatte oder die hatte ein Problem mit Ziele, die direkt vor ihr standen, die wegzumachen. Belagerungskaserne, um dem Magier etwas Luft zum Atmen zu geben. Und den internationalen Clash-Arbeitsgesetzen zu entsprechen, wurde der Anzahl der Magier der Belagerungskaserne auf Level 4 von 12 auf 11 reduziert. Okay, da bin ich bei euch in jedem Fall. Die KI wird nochmal ein bisschen verbessert für Lufteinheiten, indem sie nicht erneut gezwungen wird, beim Auftauchen des Teslas erneut zu zielen. Also die ballern durch, beziehungsweise die Lufteinheiten. Und ja, ganz, ganz prägnanter Punkt ist natürlich die Luftabwehr. Die Trefferpunkte der Luftabwehr Level 8, Rathaus 10, wurden um 10 Trefferpunkte erhöht. Das ist cool, denn im Moment hat eine Luftabwehr auf Rathaus Level 10 Niveau, das müsste sein, da müsste ich mal nachschauen, Level 8 ist das. Die hat 1200 Trefferpunkte und der Blitzzauber auf Level 7 macht exakt 400 Schaden. Das heißt, diese 10 Trefferpunkte reichen, dass du dann eine Luftabwehr nicht mehr mit 3 Blitz schaffst. Aber ich denke mal, nach wie vor ist der Blitz trotzdem noch sicherlich noch zu gebrauchen. Den brauchen wir jetzt nicht ad acta legen. Aber so kommen sie ihm bei. Sie schreiben dann so ganz gehämig, wodurch die widerstandsfähiger gegen Blitzzauberangriffe ist. Okay, also wir kriegen mit 3 Blitzzaubern dann keinen mehr im Rathaus Level 10 Bereich rum. Und was das soll, Skelettzauber, die Anzahl der Skelette wurde schon wieder erhöht. Die wurde vor kurzem gerade in einem Update erhöht. Reicht wahrscheinlich noch nicht, dass die Leute den wieder nehmen. Also geht es dann dahin. Es gibt neue Verbesserungsdauer und Kosten, finde ich auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen das Dunkle in kleineren Truppen bzw. in kleineren Leveln wird ein bisschen günstiger. Ich habe mir da so mal die Schweinereiter angeguckt. Auf Level 2 nur noch 3,5 Tage alt, 2,5 Tage nur noch neu. Und auch die Kosten sind reduziert worden. Von 20.000 haben die ja gekostet auf Level 2. Du musstest immer ein volles Lager haben auf Rathaus Level 7. Auf 15.000 Dunkles. Das war so jetzt so mein Wert. Den habe ich mir als erstes angeguckt. Alle anderen interessieren einen eigentlich nicht wirklich. Also mich nicht. Wir farmen einfach durch, Leute. Und aber man kann den Artikel auf Clash of Clans lesen. Was ich fand viel, viel cooler, sind die Level hier für Rathaus Level 13. Neue Inhalte für Rathaus Level 13 natürlich. Viele sagen jetzt, ah, da kommt wieder nichts für mich. Doch, doch. Kommt ja immer was für viele. Habt ihr ja gerade gesehen, die Balance-Änderungen betreffen ja viele Rathausstufen. Und aber klar gibt es immer für den hohen Content hier neuere Sachen, beziehungsweise wir können 100 Mauerstücke, die weiteren 100 Mauerstücke jetzt endlich auf Level 14 verbessern. Bogenschützenturm geht nochmal einen hoch auf 19 mittlerweile. Mein lieber Mann, verborgener Tesla auf 12. Die Armeelager finde ich eigentlich das Beste hier auf Level 11, das heißt nochmal 20 Truppen dazu. Am Ende 300 Truppen haben wir dann auf dem Feld stehen. Und wenn wir die Belagerungskaserne oder nach mehreren Hämmern, das könnt ihr jetzt gerade nehmen, ihr wollt. Und ja, es gibt neue Truppenlevel. Also die nächste Truppe oder die nächsten Truppen, die jetzt zweistellig werden, ist der Magier und der Riese. Finde ich sehr cool. Sind allerdings Truppen und auch der Päcker auf 9. Das sind aber schon Truppen, die nimmt man ja schon gerne mit. Inwieweit die das jetzt oder wo der Mehrwert dort ist, das weiß ich noch nicht. Das werde ich sicherlich erst feststellen, wenn das alles bei mir fertig ist. Da ich ja keinen Entwickler-Account habe, kann ich das vorab mal nicht testen, um mal zu checken, ist der neue Magier auf 10 jetzt wirklich so OP gegenüber dem auf 9. Aber das werden wir dann sehen und werden das Ganze auch sicherlich festhalten. Verbesserung der Lebens- und Spielqualität.
Das ist natürlich immer so eine Geschichte, wo ich auch immer sehr, sehr drauf gespannt bin. Was gibt es Neues an Annehmlichkeiten? Gibt es einen Kiosk? Gibt es eine Kantine? Wann gibt es das was zu essen? Nein, die Supertruppen-Abklingzeit ist damit weggenommen. Wir haben gestern Abend schon im Livestream darüber diskutiert, ob in den Update, ob man jetzt alle Supertruppen auf einmal bauen kann. Also du kannst überall sagen, so, ich möchte gerne den Super Bogenschützen und nehme den Super Mauerbrecher dabei. Oder aber das ist es immer nur eine Truppe. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich lese das so, als wenn es immer noch eine Truppe ist, aber du hast keinen Cooldown mehr. Das heißt, wenn ich also heute die Super Kobolde nehme und in 7 Tagen laufen die aus, dann habe ich ja danach die 7 Tage keine Möglichkeit gehabt, die Super Kobolde nochmal zu nehmen, sondern musste erst eine andere Truppe nehmen, damit ich dann quasi nach 14 Tagen wieder die Supertruppe Kobolde nehmen kann. Das fällt jetzt weg. Das heißt, ich kann eigentlich dauerhaft die Kobolde nehmen oder auch dauerhaft die Supermauerbrecher. Viele können ja gar nicht mehr mit den anderen Mauerbrechern. Und aber so probiert man sicherlich mal eine Truppe auch für sich aus, die man noch gar nicht so genommen hat. Die Riesen vielleicht oder die Barbaren und versucht dort mal ein bisschen was mitzureißen. Die Helden. Ja, das ist auch doof. Eigentlich ist es doof, weil viele haben immer mal die Helden zum Schlafen hingelegt, also nur auf Bewachungsmodus, damit sie halt nicht kaputt gehen. Ich meine, der Effekt ist ja jetzt, ist ja egal. Die Helden werden jetzt automatisch, also die bewachen das Dorf immer. Diese Schaltfläche wurde einfach entfernt und nach einer Verteidigung sind die automatisch geheilt. Ich meine, das ist ja dann auch quasi kein Cooldown mehr. Ich meine, es gab nichts Schlimmeres, als wenn du in dein abgefarmtes Dorf kamst, was gerade so angegriffen wurdest, und du wolltest gerade wieder loslegen und deine Helden pennen noch eine halbe Stunde. Das fällt ja jetzt wohl weg. Die Freundschaftsklankriege wurden nochmal so ein bisschen angepasst. Also, da kann ich mir vorstellen, dass es demnächst auch so eine Art Speed-Dating gibt hier. 5 Minuten Vorbereitungszeit, 45 Minuten Kriegstag, okay. Am besten noch mit verbundenen Augen, würde ich sagen. Das macht die Sache bestimmt noch interessanter. Und der Kampf wird nicht mehr beendet, wenn die Belagerungsmaschine die letzte verbleibende Einheit ist und noch nicht gesetzt wurde. Da wurde wohl hier und da mal der Kampf beendet. Also ich musste immer selber auf Ende klicken, wenn ich die Belagerungsmaschine nicht gesetzt habe. Okay, Bauarbeiterbasis will ich gar nicht mal so drauf eingehen, aber der Uhrenschonhub wird während der Wartungsarbeiten nicht mehr pausiert. Ja, da musste man immer, da kam man immer in das Dorf rein und hat gedacht, man hatte noch Schub auf der. Da musste man den ja immer von Hand wieder anmachen. Aber ist ja eigentlich tatsächlich völlig unnötig, da die Wartungsarbeiten den Fortschritt ja nicht beeinträchtigen. Es gibt ein paar neuere Sachen, auch da haben wir gestern drüber diskutiert. Die Supercell-ID. Man kann die Konten jetzt individuell benennen. Wie das Ganze aussehen wird, weiß ich noch nicht. Aber wenn man mal bei Clash. Nicht bei Clash, wenn man mal bei Brawl Stars reinschaut, in die Supercell-ID, da hat man schon ein bisschen mehr Möglichkeiten mit Freunde im Spiel oder Freunde über die Spiele hinweg, also über Clash Royale, über Brawl Stars, über Heyday und über Boom Beach. Und dort gibt es sogar eine Chatmöglichkeit unter den Mitgliedern von Brawl Stars. Vielleicht kommt sowas ja auch eines Tages hier. Und du kannst jetzt sehen, welche in der Freundesliste online sind, welches Supercell-Spiel sie vor allen Dingen gerade spielen. Also ich erwische euch, wenn ihr Heyday zockt, anstatt Clash of Clans. Was ich nicht so gut finde, aber das sind wahrscheinlich dann die jeweiligen Gesetze in den Staaten oder vor allen Dingen hier in den Vereinigten Staaten, die müssen sich jetzt authentifizieren, dass sie 16 sind, werden als junge Konten identifiziert und die können einige Sachen nicht machen. Supercell-ID wird für die nicht verfügbar sein. Auch da haben wir gestern Abend hart diskutiert, warum und wieso und kommt das bei uns vielleicht auch. Aber ich meine, okay, nur mit dem Pass einscannen, glaube ich, oder so. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze laufen könnte. Aber da muss ich mich dann an meine amerikanischen Freunde richten und einige sind ja im Chat oder zumindest einer ist bei mir immer im Chat in den Livestreams und der wird uns sicherlich berichten, was das Ganze auf sich hat später. Und sonstiges, die Spielengine wurde auch noch mal ein bisschen verbessert, kann nun mehr rendern, hurra. Und der Reiter For You, ja, den gab es nur im englischen Client, wurde entfernt. Das habe ich ja auch mal bemängelt, dass es das in den anderen Clients nicht gab. Leute, wir machen noch einen Angriff hier, würde ich sagen, denn es ist wirklich früh am Morgen, wir haben Samstagmorgen. Ich werde euch mal die Uhrzeit auch verraten. 7:38 Uhr, aber ich bin schon 1,5 Stunden auf. Und was natürlich schon
Was auch sehr krank ist. Oh, was habe ich denn hier drin jetzt? Ah, ich hab ja ein bisschen Luftdruck hier drin. Okay, dann blitzen wir uns mal fröhlich hier durch. Aber wir kriegen gar nicht alles geblitzt. Hier sehe ich jetzt gerade 1, 2, 3. Ich habe hier hinten nur 2 Blitzzauber. Die nehmen wir mal hier. Damit kriege ich nicht alles down. Das seht ihr, da bleibt noch ein bisschen was stehen. Aber irgendwie habe ich wohl diese Armee noch am Start. Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber macht ja nichts. Für so ein bisschen Rumgefarme hier reicht es ja in jedem Fall. So, hier nehme ich mal meine Klönburg mit rein. Und dann gehen wir mal hier Richtung Dunkler Pott. Den will ich nämlich eigentlich erreichen. Gehen wir hier mal rein. Um hier noch ein wenig Loot zu bekommen. Okay, da gibt es dann einen, den ich gar nicht so mag, muss ich sagen. Nämlich den E-Drachen da. Oh, hier muss ich jetzt gerade da mal ein bisschen doppelfrosten. Und hier hinten schicken wir mal unsere Helden so ein bisschen los. Das hat den Hintergrund, dass dann vielleicht die Drachen in der Base bleiben. Ja, das machen sie auch. Damit drücke ich die so ein bisschen rein. Ihr seht, die fliegen jetzt auch zur Mitte. Und allerdings muss ich hier auch nochmal den Fegerfrosten und auch den Inferno. Reicht das für die Drachen in der Mitte? Ich muss ja einen Stern haben. Den habe ich ja jetzt schon. Also ganz locker hier auch mit dem Rathaus 11. Geht es jetzt doch ganz schön schnell voran hier. Gerade in so einer Ligawoche, wo man fast ständig gewinnt, kannst du dich vor Loot gar nicht retten. Clanburg immer voll. Ich habe mittlerweile, das ist auch eher selten, auch mit diesen Accounts hier 5 Bauarbeiter mal beschäftigt. Naja, soll ja auch mit denen mal irgendwann auf Rathaus 12 gehen und dann auf Rathaus 13, aber das wird noch bei denen ein bisschen dauern. Mindestens 9 Helden Level King und ein paar Mauern. Ja, ein paar Mauern ist gut, Toto. Ein paar Mauern. Ah, aber ich habe immerhin jetzt das Ding auch schon mal gepackt hier. Wir bauen, kann ich die nochmal nachbauen? Die ist ja ziemlich teuer, ne? Ich farme auch ganz gerne mit einer etwas billigeren Truppe, was das Dunkle angeht. Und deswegen nehme ich auch ganz gerne die Miner hier mit. Wir nehmen den Packer hier mal nach vorne, den kann ich gleich verspenden. Und dann soll es das hier gewesen sein. Ich wollte das in jedem Fall auch so ein bisschen für euch festhalten hier. A, so ein bisschen aus der Liga hier beim Clan Deutschland Ed. Wir werden uns jetzt übrigens auch lehren hier. Das heißt, der Clan wird hier gleich gelehrt. Also ich gehe mit meinen Accounts dann auch alle wieder zum Clan Herausforderer. Deswegen, Leute, lohnt es sich nicht hier anzufragen oder aber zu fragen, kannst du mich hier in den Clan einladen? Der ist gleich leer oder heute Nachmittag oder heute Abend ist er leer und dann spielen wir hier die nächste Saison wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen auf den Samstag. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Ball bleiben, hier Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Heute Abend wieder harte DCM-Action auf meinem Twitch-Kanal. Link ist immer in der Beschreibung unter den Videos. Seid einfach dabei. Wir starten ein bisschen eher und hören ein bisschen später auf. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Flash.